Stell dir vor, du wirst aus dem Schlaf gerissen. Heerscharen von Aliens überfallen unseren Planeten. Sie sind uns körperlich, geistig und technologisch weit überlegen. Wir müssen für sie schuften und sie nutzen uns für medizinische Versuche. Manche von uns lieben sie auch, um mit ihnen herumzutollen und zu knuddeln. Aber nicht alle Menschen haben das Glück, das Haustier eines Aliens zu sein. Sie verspeisen uns Menschen genüsslich. Am liebsten zartes Kinderfleisch. Den Frauen pumpen sie die Milch ab und machen daraus leckere Drinks. Millionen von Menschen werden eingesperrt und gemästet. Und anschließend geschlachtet. Völlig empört rennst du zum Anführer und stellst ihn zur Rede. So kann das doch nicht weitergehen. Wie könnt ihr nur so grausam sein? Na, so grausam sind wir doch gar nicht. Nach Artikel 4, Paragraph 32, Abschnitt 5b der Intergalaktischen Menschenschutzverordnung ist unser Verhalten absolut legal. Euer Bewusstsein ist primitiv, ebenso eure Sprache. Wir brauchen eure Milch, euer Fleisch. Es ist lecker und reich an Proteinen. Und wir brauchen euch für medizinische Versuche. Was schreckst du dich so auf? Macht ihr denn nicht dasselbe mit Tieren? Du verlierst den Boden unter den Füßen. Hat der Außerirdische nicht recht? Verhalten wir uns Tieren gegenüber nicht genauso? Dürfen wir Tieren etwas antun, was man uns nicht antun darf?